Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted The Lost Legacy. So. Ich glaube, jetzt kommen gleich wieder Gegner hier. Bist du bereit? Das finden wir gleich heraus. Noch nicht! Hey! Warten auf Cobra! Willst du wissen, wie viele Männer hier drin sind? Alle! Sie sind alle hier! Wir sollten möglichst lange die Ruhe bewahren. Da habe ich schon mal 2, 3. Moment mal. Da drüben. Eine Bewegung. Was? Was war das? Ne, hier ist niemand. Da drüben war nichts. Alles sauber hier. Los, komm hier rüber. Das wäre Gegner Nummer 1. Scheiße, was war das? Das war nichts. Geh mal hier lang. Ins hohe Gras. Und habe jetzt noch weitere markiert. Was stehst du da die ganze Zeit? Was? Hast du was gefunden? Okay. Hörst du mich? Der kommt auf einmal runter.
Los, komm mal her. Komm her. Genau der muss ich genau sehen. Was hast du jetzt von deiner Leuchte? Haltet mir auf. Ich brauch Heilung. Und zurück. Wo kam der auf einmal her? Und wieso hast du nicht geschossen? Dreh die Kamera doch. Es hat einen erwischt! Wir sind nicht allein! Okay, ausschwärmen! So. Dann mache ich mich mal wieder auf. Zurück. Denn sie werden ja jetzt ein bisschen ausschwärmen. Hey, ich hab sie! Hier! Sie haben uns entdeckt! Einer mit Schrotflinte auf jeden Fall weg. Seid vorsichtig! Schwärmt aus! Durchsucht das Gebiet! Auf jeden Fall ist das da oben ein Scharfschütze. Na, du sollst ja eigentlich hier hinkommen.
Na, hat es hier jetzt gelegt? Hä, wenn er jetzt nochmal hier runterkommt, gibt's eine Überraschung. Jetzt geht er doch da oben. Das war zu verlockend. Ich bin dran. Alter, jetzt bist du fertig. Nichts von dir. So, wie viele Gegner haben wir denn noch? Na komm, hoch mit dem Kopf! Das waren fast alle, denke ich. Alles klar bei dir? Gut. Ich denke nur an alles, was besser hätte laufen können. Ich denke lieber darüber nach, was schlechter laufen könnte. Eine viel positivere Sichtweise, sozusagen. Jetzt ist die Frage... Hey. Versuchen wir mal, dieses Tor zu öffnen. Gute Idee. Das war einfach zu verlockend mit diesen... Was ist das? Keine Ahnung. Hab schon ein paar davon gesehen. Hm. Okay, so nicht. So auch nicht. Wie geht das wohl? Was denn? Sah aus wie ein Knopf. Ja, ich wollte, dass du auch mal was zu tun hast. Aha. Wird schon schief gehen. Das klingt gut. Eine der Speichen hat sich gerade umgekehrt. Ja, jetzt müssen wir die anderen Teile davon finden. Frage ist, wo sind sie? Ah, hier. Und was ist mit dir? Nummer zwei. Hier ist noch eins. Ich kümmere mich. Aha. Also nur noch zwei. War ja nicht irgendwo am Anfang noch eins? Na, ich will mich nicht darin hängen. Und da muss ich erstmal gucken, wo ist es? Ah, hier. Zu guter Letzt. Das sollte reichen.
Großes Radding? Großes Radding passt. Jetzt kann man das hier drehen. Du hast es geschafft. Und ob ich das hab. Ach komm schon. Wir müssen wohl drunter durch. Sieht so aus. Natürlich geht's zu. Natürlich. Und wieder ein Puzzle. Ich schätze, das hier soll aussehen wie ein Dreizack. Gut geraten. Oh, das hier ist noch schwerer. Jetzt ist es verkehrt herum. Aber so kann ich so drehen. Das ist Ganesha. Hallo, Sir. Gut, drehen wir das Wasser auf. Wow, wow. Was, wenn es diesmal anders ist? Vielleicht kommt Feuer oder so. Du verarschst mich doch. Aber sowas von. Geschafft? Mhm. Was? Ich bin enttäuscht, dass es kein Feuer ist. Noch ein Wasserfall. Ja, das macht 2 von 3. Sie haben sich echt ins Zeug gelegt, um den Zahn zu verstecken. Tja, der Stoßzahn war das Symbol der Überlegenheit der Häusaler. Er repräsentierte ihren Reichtum und ihre Macht. Und natürlich wird das beschützt. Für die Perser. Ja. Mein Dad dachte immer, dass der Stoßzahn noch eine größere Bedeutung hätte. Warte. Dein Dad war hinter dem Stoßzahn her? Oh, mein Dad war davon besessen. Er verbrachte Tag und Nacht mit seinen Forschungen. Unser ganzes Geld verschwendet für sinnlose Expeditionen. Kommt mir bekannt vor. Ach. Und was wurde daraus? Keine Ahnung. Er hat mich und meine Mom weggeschickt, meinte, es wäre nicht mehr sicher. Und so gingen wir nach Australien. Und jetzt stehe ich hier, direkt am Rand von Halebit. Irgendwie ziemlich witzig. Und das letzte Fort ruht im Seebett. Das ist also das mit dem Bogen. Da müssen wir erstmal wieder hinkommen. Was deine Herkunft angeht. Ja. Fraser klingt nicht besonders indisch. Meine Mutter hieß so. Ach so. Jetzt ist die Frage, wie zurück? Wetten, da sind wieder Gegner. Okay. Okay, suchen wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaßbremse. Fraser, da kommt Verstärkung. War ja klar. Hallo, Brüder, wo seid ihr? Wie viele? Ross und Fraser sind hier vielleicht noch. Kommt raus und zeigt euch!
Stück. Beziehungsweise 6. Wow. Das hast du jetzt von deiner Neugierde. Runter, Scharfschütze. Da habe ich keine Munition mehr. Verdammt! Da waren noch mehr Gegner, als ich gedacht habe. Suchen wir einen Weg nach draußen. Fraser, da kommt Verstärkung. Oh ja, klar. Moni! Und das war ein Kopfschuss. Kopfschuss! Na komm schon! Komm aus der... Wo gehst du denn lang? Jetzt habe ich gar keine Muni mehr. Heißt, ich muss mir was holen. Moment, da ist die P90. Die hole ich mir mal. Na komm. Hast du gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst du über das Feld wie eine Irre? Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch Rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Munition habe ich jetzt. Und zwar die Geschossmunition. Ich bräuchte eine andere Nebenwaffe. Und jetzt wieder raus hier.
Ich glaube, der zweite war eben nicht hier. Na, was ist denn hier drin? Offen! Granatwerfer? Nee. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt einen Cut und bis zum nächsten Part.